So, Trinity ausspüren. Folgen Sie Sophias Weg zur Trinity Basis. Trinity Basis hört sich an wie mächtig nach Kavumo Action. Ich habe im letzten Video hauptsächlich so eine Kletterpartie mit den, wie ist es nochmal so schön in der Ausrüstung, Breitblatt-Kletterpfeilen haben. Da oben sein. Oh, noch ein schöner weiter Weg. Unglaublich. Die göttliche Quelle liegt im Zentrum der alten Stadt, begraben unterm Eis. Dann ist es also soweit. Ich veranlasse die Ausgrabung und bereite die Transporte vor. Die Männer sind im Archiv auf die Unsterblichen getroffen. Das wird nicht einfach, Bruder. Der heilige Pfad soll nicht leicht zu beschreiten sein. Wissen die Männer, was sie dort erwartet? Nein. Aber sie sind bereit zu kämpfen und für die Sache zu sterben. Mehr müssen sie auch nicht tun. Konstantin, wir stehen so kurz vor dem Ziel. Das ist erst der Anfang. Ich glaube, dass Trinity uns nur benutzt. Was, wenn sie dir die Quelle nicht überlassen wollen? Wir sollten uns vorbereiten. Nein. Hab nur Vertrauen. Ich wurde nicht von Trinity auserwählt. Wenn die Quelle erst mir gehört, ist es egal, was sie wollen. Ich führe dann Gottes unsterbliche Armee. Und du. Du wirst leben. So, die Anna, da haben wir sie wieder gesehen. Suchen Sie einen anderen Weg auf die Klippen. Schon unterwegs. So, wenn wir Funksprüche abhören, wissen wir auch Trinity-Basis. Okay, aber hier scheinen auch schon Trinity-Soldaten zu sein, die nicht weit weg von uns sind. Wahrscheinlich direkt vor uns stehen, ne? Ist das ein Ohren-Eichhörnchen? Oh. XP-Punkte. Ressource. So. Wie immer, alles, was ich im Durchlauf durch Zufall finde, das ist ja kein 100% Artefakten-Guide, knall ich in die Videobeschreibung rein. Falls euch irgendwie was fehlt und ihr wirklich an irgendeiner Stelle sagt, Mensch, das Ding, das habt ihr noch nicht, könnt ihr da schön gezielt hinklicken. Na, guck mal, nach einem Eichhörnchen so wunderschön ein Reh. Das schreit nach Ressourcen. Oh, guck mal, rutsch runter hier. Ja. So, theoretisch hätten wir jetzt die Nebenmission, die wir vor einigen Videos angenommen haben, im geothermalen Tal erledigt. Wir können jetzt wieder zum Questlevel zurückgehen, aber ey, nein, wir sind kurz vor wahrscheinlich Finale. Trinity auch spüren. Finden Sie einen Weg durch den Wald zur Trinity-Basis? Das schon bald herausfinden. Na, da läuft wieder so ein Huhn oder so ein Vogel rum hier. Und ein Trinity-Soldat. Guck mal, an dich kriegen wir uns noch angestechen hier. Jo. So, einer weniger. Auch gleich mal präparieren. Na, den kriegen wir auch noch mit dem Bogen weg. Oh, shit, falscher Fall. Das war ein Sprengfall. So, Kopftreffer. Fall hier mitgenommen, das ist gut, die sind schon fertig, die müssen wir nicht erst alle MacGyver-mäßig zusammenbasteln. Ah, präparieren, nicht präparieren. Mal, okay, Holz haben wir alles voll. Oh, stopp, hier war noch was.
Ein Strauch. So, bewaffnet sind wir eigentlich ganz gut. Aber kurz den Tarzan machen. Ja. Was ist passiert? Der Truck war zu schwer. In diesem Ort fällt wirklich alles auseinander. Sollen wir das melden? Nicht nötig. Alle packen zusammen und bereiten sich auf den Abzug vor. So, und hier haben wir doch eine ganz gute Position. Das Gute kommt von oben. So, er unten rechts steht alleine, unter uns sind zwei. Unter uns ist einer, korrigiere mich. Und der geht nach links. Recht allein. Dann nochmal tief Luft holen. Nein, wir wollen keinen Sprengfall. Na komm schon. Da ist auch noch einer da hinten. Müssen wir ein bisschen nach unten gehen. Das ist dein erster Feldeinsatz für Trinity. Nein, ich wurde. Tja, der erste und der letzte wahrscheinlich. Nach Crofts Flucht. Hartes Stück Arbeit. Hab gehört, du musstest auch einheimisch finden. Ja, eine Art Sonnenkult. Er ist noch alleine. Ah, der hat einen Helm, wir müssen zusammen mal schießen. Oder auch nicht. Durch den Helm durch. Zu spät. Irgendwo lauert da noch einer rum. Der rote Pfeil sagt, ein Trinity-Soldat kommt. Breitblatt-Kletterfalle. Wir gucken einmal nochmal nach links, wir gucken einmal nochmal nach rechts, ob da noch irgendetwas auf dem Weg liegt, was man hätte einsammeln können. Sieht aber nicht so aus, ob wir hier über irgendetwas stolpern würden. Dann wird es halt für unsere Breitblatt-Kletterpfeile. Schießen Sie aufgeladene Kletterpfeile in weiches Holz, wir sind dabei. Also die Frage, ob wir den zweiten oben wir brauchen, wahrscheinlich wird der eine wahrscheinlich ausreichen, ja? Ach, guck mal an. Und einer von Trinity, der wartet schon quasi auf uns. So, einem von den Trinity-Soldaten reicht es hier langsam, sagt er. Immer noch auf der Suche nach Jonah. Wir müssen jetzt dazu erstmal Trinity ausspülen in die Basis rein. Na los, kletter hoch hier. Sie haben ihn zur Wetterstation gebracht. Warum dort hin? Keine Ahnung. Ich habe über Funk gehört, dass Anna den Zugang zur Kuppel finden will. Vielleicht wissen Sie ja, wie der Atlas zu deuten ist. Ich weiß es nicht, aber Sie haben befohlen, alles zusammenzupacken. Also dürften wir bald abziehen. So, Wetterstation haben wir gerade gehört. So, 1, 2, 3, 4 Gegner. Hier vorne direkt sind zwei, geradeaus sind zwei, links wärmt auch noch einer. Ah, davon sind sogar drei, sehe ich gerade. Das heißt, wenn der Kumpan hier umfällt, müsste das einer mitbekommen, genau. So, die beiden sind direkt unter uns. Wir wissen auch noch nicht ganz genau, wo kam es jetzt eigentlich her, der Fall.
ob der Pfeil durch den Helm durchgeht. Nein, aber der Helm ist nicht weg. Einmal gleich verarzt, bevor wir drauf gehen. Na, sag mal. So, verarztet. Bisschen in Bewegung bleiben. Ölfässer. Pumpgun Action. Da spart Munition. Na, sag mal. Verbrannte Erde. Stören Sie Trinities Operation, indem Sie Ihre Treibstofftanks zerstören? Nebenbei meine Herausforderung gestartet. Jo. So, von der Musik her würde ich sagen, irgendwo läuft hier noch einer rum. Nur die Frage, wo? Hier ist noch ein Funkgerät. Wir können auch einfach durchgehen. Lassen wir Trinity mal Trinity sein. Oh, hier vorne ist ein neues Basislager. Es ist ein Stempel für offizielle Trinity-Schreiben. Die werden heute kaum noch benutzt. Ja. In Zeiten der Digitalisierung, wer braucht noch Stempel? Unsicheres Lager. Basislager können nicht genutzt werden, wenn Feinde in der Nähe sind. Ist aber das neue Basislager an der Ritterstation. Und wir haben da so ein geiles Atemgerät. Das nutzen wir doch gleich mal aus. Ziehen wir den erstmal schön unter Wasser hier. Ja, du hast kein Atemgerät, mein Freund, ne? So, den können wir auch noch wegmeucheln. Molotow hergestellt. Gleich unsere Knarre. Gucken, was hier hinter ist. Einmal Wechsel von Molotow zur Pistole. Ein ganz schönes Chaos. Konstantin hatte nicht erwartet, sie dort anzutreffen. Sie hat das ganze Grab über uns einstürzen lassen. Die macht ihm ganz schön zu schaffen. Ja, machen wir. So, schöner Giftfall. Müsst ihr eigentlich beide ausschalten? Ja, na komm. Ja. So, dafür lohnt es sich auf jeden Fall, die schönen giftigen Pilze einzusammeln. Oh, hier vorne sind auch noch zwei. Drei sogar. Glaubst du, Trinity wollte sie rekrutieren? Es steht uns nicht zu, zu spekulieren. Die Befehle sind klar. Bei Sichtkontakt erschießen wir sie. So, Giftpfeil. Der da hinten guckt ein bisschen verdattert. Was ist denn da los? Nimmt seine Wache anscheinend nicht so ernst. Kriegt er gar nicht mit, dass seine beiden Kumpels hier auf dem Boden liegen. So, Helmchen ist weg. Mal kurz wechseln. Oh, schön in die Ölfässer hier reingerannt. 2 von 4 Treibstofftanks zerstört. Das war aber keine Absicht. Überhaupt nicht. Ja, das fragen wir uns auch gerade. Ach, links bist du von uns. Dann laufen wir doch einmal drumherum. Vielleicht ist die KI so doof, dass sie gar nicht mitbekommt, dass wir hier hinten sind. Nee, ganz so Banane sind sie nicht. Sag mal. Pumpgun ist immer noch am besten, ja. Oh, puff. Oh, noch ein Funkgerät, was da oben liegt. Ist hier noch irgendwas Sammelbares? Nö. Sieht nicht danach aus. Können wir da jetzt so hochklettern? Wahrscheinlich nicht. Müssen wir wieder außen rum. Einmal durch den tiefen Schnee. Ja, einmal nachladen, man weiß ja nie. So, betreten Sie die Wetterstation. Können wir mal ums Gebäude rumlaufen. Meistens ist da immer irgendwas Sammelbares. Ich habe so die Erfahrung der anderen Spiele mal gezeigt. Tada! Ein Anhänger. Nein, eine moderne Reliquie. Im Innern ist ein kleiner menschlicher Knochen.
So, wir können es untersuchen, um versteckte Informationen zu finden. Das holen wir nochmal nach. So, hier geht es nicht weiter, weiter nach oben. Eine Patronenhülse, die aber irgendwie seltsam wirkt. Sie wurde auf Hochglanz poliert. Mhm. So, gravierte Hülse, Beobachter im Wald. Wir können ja alle Gegenstände oder Reliquien, die wir irgendwie finden, drehen und nochmal einzeln heranzoomen. Und jedes Mal, wenn da dieses Lupenzeichen da ist, haben wir nochmal versteckte Informationen, die wir finden können. Das machen wir aber gleich einmal. Das habe ich mich bei den meisten Reliquien nämlich tatsächlich gar nicht gemacht. Gott wird die Seinen erkennen. Gib aber nochmal XP-Punkte. Wir können das einmal nochmal gleich nachziehen von den anderen Reliquien, die wir gelernt haben, gesammelt haben. Dazu gehen wir einmal zu unseren Relikten. Wir fangen an bei Schwert ein eines Vaters. Ein Schwertheft, verziert mit Juwelen, gehörte einem byzantinischen Adligen. Mal kurz gucken, irgendwann fängt der Controller an, ein bisschen zu vibrieren. Die Klinge ist in der Nähe des Griffs abgebrochen. Ist das im Kampf passiert? Wer weiß das schon? So, was haben wir noch? Das waren die Atanatoi, Zeichen des Glaubens. So, mongolische Invasion, die Knochenfallspitze. Sie scheint mongolischer Herkunft zu sein. Das war ein Pfeifpfeil. Mongolische Schützen feuerten sie auf ihre Feinde ab, um sie zu ängstigen und zu verwirren. Ist auch fies. So, was haben wir noch Schönes? Paiza. Eine Paiza. Diente als eine Art Ausweis. Wer sie besaß, konnte im Namen des mongolischen Reichs sprechen. Hier steht: Bei der Macht des ewigen Himmels ergeht dieser Befehl des Reichs. Wer keinen Respekt zollt, macht sich eines Vergehens schuldig. Eine Krone von einem der Prinzen von Kiew. Wie ist sie bloß hierher gelangt? Ihr Besitzer hat sie bei seinem Tod getragen. Und das ist schon das Rätsel der Lösung. Guck an. So, Roter Armee-Offizier, der alte Flachmann. Dieser Flachmann gehörte einem Soldaten der Roten Armee. Die Insignien kenne ich nicht. Drehen, drehen, drehen. Na, komm schon. Er ist noch halb voll. Könnte ich später noch gut gebrauchen. Ja, kann man sich ja kurz vorm Finale hier mal reinziehen. Reinzwöbeln. Noch eine Skulptur. Aber diese sieht aus wie ein Spiel. Diese Teile kommen mir bekannt vor. Die habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Wo? Ein Anhänger. Nein, eine moderne Reliquie. Im Innern ist ein kleiner menschlicher Knochen. Sankt Peregrinus. Schutzpatron der Todkranken. So, und damit haben wir bisher die Relikte, die wir eingesammelt haben, auch untersucht, wo es etwas zu untersuchen gab. Haben das einmal nachgeholt. Quest ist aktualisiert. Durchsuchen Sie die Wetterstation, in der wir uns gerade befinden. Sprachkenntnis nebenbei erhöht. Oscars Mülltonne wieder eingesammelt. So, wir können mongolischer Stufe 1 übersetzen. Ist auch nicht so super doll. Ich sterbe nicht in diesem gottverlassenen Tal. Mein Glaube ist stark. Mein Wille ist stark. Auch wenn mein Geist weiter wandert. In unsere Jugend. Konstantins und meine. Er war ein schwieriges Kind. Immer neugierig, immer fragend. Ängstlich, was die Zukunft bringen würde. Ängstlich, nie seinen Lebenszweck zu finden. In der Nacht, als ich ihm die Zeichen einritzte und in sein Ohr flüsterte, habe ich ihn erschaffen. Ihn gerettet. Er hielt es für das Werk Gottes, wie ich gehofft hatte. Jetzt muss er mich retten. Und wenn er das nicht schafft, rette ich mich selbst.
Und weiter hoch. Das sieht nach dem Atlas aus. Lasst ein Abo da, ein Like, teilt das Video, schaut in die andere Playlist rein und bis zum nächsten Video. Euer Gamer Tim Drake. Jonah!